Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Ja, ich weiß, das Update ist noch nicht da. Es steht vor der Tür, ich weiß nicht genau, wann es kommen wird. Ich denke mal, sie arbeiten mit Hochdruck daran, dass es rauskommt. Aber in der Zeit, bis es rauskommt, ich darf den Developer-Build aktuell noch benutzen. Ich denke mal, wenn das Update rauskommt, werde ich ihn dann eh nicht mehr benutzen. Ja, benutze ich wieder meinen aktuellen Account. Also das ist jetzt nicht mein normaler Account, das ist immer noch der Developer-Account. Und ich habe mir gedacht, wir nutzen jetzt die Zeit schon mal, bis das Update rauskommt und bauen einfach schon mal eine Base, wo wir den Bombentower bzw. die Bombentower bzw. die Bombentürme natürlich auf Deutsch integrieren können. Und ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Ich habe diese Base generieren lassen, das gibt es hier, und habe sie dann nach meinem Geschmack umgebaut. Das sieht nämlich jetzt wie folgt aus. Diese Base ist jetzt ja komplett, die komplette Base für Rathaus 10. Ich werde gleich auch noch Rathaus 11 zeigen. Rathaus 9 ist so ein bisschen schwierig, weil da meistens immer relativ viel Mist generiert wird. Hast du auch nur einen Bombenturm, ist also auch ein bisschen leichter, den dann zu integrieren. Aber wie sehen wir das hier? Wir werden jetzt erstmal in den Layout-Modus gehen und dann werde ich mal drauf eingehen, wie die Base aufgebaut ist, warum sie so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, warum sie gut ist. Also, bis gleich. Ah, sieht doch schon viel besser aus, oder? Im Fotomodus sieht doch alles schon einfach mal viel, viel schöner aus. Warum ist diese Base so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? Also, das ist wie folgt. Wir sehen das jetzt hier unten, haben wir unsere Goldlager und die Goldlager werden geschützt von zwei Bombentürmen, von dem Magierturm in der Mitte, von dem Magierturm hier unten, den wir da sehen. Wir haben hier unsere beiden Lager. Natürlich kann man immer noch leichte Anpassungen vornehmen. Was jetzt bei dieser Base vielleicht nicht ganz so gut ist, ist die Tatsache, dass die Luftabwehr etwas weit außen ist. Die Luftabwehr wird ja, wenn alles gut läuft, ein bisschen mehr gefordert werden nach dem Update. Wir haben ja den neuen Baby Dragon Level 5, wir haben den Drachen Level 6. Ich bin mal gespannt, ob dann wirklich mal mehr Leute mit Luft angreifen. Wirklich, das ist, glaube ich, der einzige Nachteil. Du hast die Lager sehr gut verteilt. Also um wirklich an alle Lager ranzukommen, musst du wirklich schon eine ganze Runde drehen. Ja, ansonsten muss ich sagen, die Base, natürlich der stylische Aspekt, den man natürlich auch mal bei einer Base hat, die Base sieht einfach auch gut aus. Was natürlich so ein Problem werden könnte noch ist, dass du die Luftfallen und so, die Luftbomben, die sind sehr, sehr weit innen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Idee. Ihr könnt natürlich auch selber noch Anpassungen vornehmen. Ich lasse das jetzt mal hier rausgezoomt. Falls sich das jemand abbauen will oder so, gerne, gerne, gerne. Ich finde die Base eigentlich sehr gelungen. Vielleicht auch für ein Clan War. Mal gucken, müsste man dann halt auch eine Anpassung vornehmen. Der König, habe ich ein bisschen weit nach oben gemacht, weil ich gerne das Dunkle, was ja sehr wichtig ist für viele Leute, das wollte ich gerne in die Mitte machen. Deswegen, wir haben die beiden Tesla, wir haben die drei Tesla in der Mitte, wir haben die drei X-Bögen in der Mitte, wir haben die Inferno-Türme in der Mitte. Muss man halt immer gucken, ne? Dieser Magierturm, den wir hier sehen, den kann man natürlich auch noch austauschen. Kann man noch was anderes hinmachen. Muss man überlegen, wie man das gerne machen will. Und die Klarenburg ist auch sehr, sehr mittig. Finde ich auch immer gut, wenn man sie nicht ganz so leicht locken kann. Hier außen haben wir noch eine Kanone. Kann man auch noch ein bisschen ändern. Aber wie gesagt, das war mal so der erste Versuch, mal eine Rathaus 10 Base mit dem neuen Bombenturm zu bauen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Wie gesagt, sie war vorgeneriert. Ich habe dann halt noch ein paar Anpassungen vorgenommen in Bezug auf, wo kommt welches Gebäude denn hin. Denn das sind meistens dann immer so Bases, wo die Lager relativ weit außen stehen. Ich will sie natürlich relativ gut schützen. Wir wollen so eine Art Hybrid-Base bauen. So richtige Farming-Bases gibt es ja nicht mehr. Rathaus schön mittig, Lager schön verteilt. Wie gesagt, Anpassungen kann man da immer noch vornehmen. Und ich würde sagen, ich werde jetzt meine Rathaus 11-Base mir noch suchen. Interessiert vielleicht auch noch einige. Danach gucken wir vielleicht auch noch kurz auf Rathaus 9. Und bis gleich. Okay, hier habe ich jetzt mal eine Rathaus 11-Base. Und ja gut, klar, die Inferno-Türme auf Single kann man alles noch ändern. X-Bögen, Luft, Boden, kann man auch alles noch ändern. Wir zoomen mal wieder so ein bisschen raus. Ich habe mir überlegt, also hier musste ich wirklich ein bisschen mehr umstellen als bei der eben, weil die Lager doch nicht ganz so waren, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hier habe ich mir das jetzt so überlegt, wir fangen jetzt mal links an. Ne, dieser Magierturm kann die beiden Lager schön schützen. Wir haben hier noch den Bombenturm dabei, der kann auch noch ein bisschen was schützen. Das dunkle Lager ist in der Mitte, die Klarenburg ist relativ mittig. Hier mit zwei Lager, die werden sogar fast von drei Magiertürmen geschützt, zwei Tesla noch dabei, hier haben wir noch einen Magierturm, der auch noch die Lager schützen kann, da ist noch zwei, also kein Lager ist relativ weit außen, die Lager sind schön verteilt, so wie man es ja eigentlich haben will, die Klarenburg ist relativ mittig, die Adlerdef ist mittig, ja gut, klar, die beiden Helden hier unten musste ich da noch hinpacken, wusste ich nicht, wo ich sie sonst hin tun soll, aber ist ja auch egal, die Helden in der Verteidigung, so wichtig sind sie in der Verteidigung nicht.
Der Warden vielleicht eher noch ein bisschen mehr, weil er die Trefferpunkte erhöht. Aber ansonsten, klar, Luftabwehr wäre es ein bisschen weit außen. Man muss immer irgendwo, muss man immer auf jeden Fall was einsparen oder muss man immer so ein paar Abzüge machen, was noch hier auffällt. Finde ich eigentlich noch ganz gut, was ich gerade noch gelöst habe. Die neuen Minenwerfer mit dem neuen Level sind ganz schön verteilt. Will ich nicht unbedingt ganz außen haben, so wie das sonst war. Sie sind ja ein bisschen stärker geworden durch den neuen Level. X-Bögen, wie gesagt, schön mittig. Na klar, immer viel in der Mitte gedrängt, aber man wird sehen, wie sich diese Base schlägt. Es ist halt, wie gesagt, erstmal jetzt primär so eine Hybrid-Base, die du dann beim alltäglichen Farmen benutzt. Es ist keine Clanor-Base, es ist auch keine Trophy-Push-Base, weil einfach die Lager dazu komplett dann falsch stehen würden. Da brauchst du dann nicht unbedingt die Lager in die Position zu stellen, wo ich sie jetzt habe. Ansonsten, klar, die Klassiker, die wir sonst auch immer bei jedem Base-Layout eigentlich haben. Kanonen und Bogentürme relativ weit außen. Was mir gerade noch einfällt, was man noch tauschen könnte, sind natürlich solche Sachen wie den dunklen Bohrer zu tauschen mit der Mine. Hier zum Beispiel an der Stelle, hier haben wir auch noch einen. Kannst du auch noch tauschen mit, war das noch hier? Die beiden kannst du natürlich auch noch tauschen. Je nachdem, was du gerade brauchst, ne? Wenn du sagst, ich brauche eh kein dunkles mehr, ich zum Beispiel würde den dunklen Bohrer nie im Leben reinstellen, weil ich ihn einfach nicht mehr brauche, dann würde ich ihn natürlich es so lassen, wie es ist. Und ja, das war jetzt Base Layout. Ich werde nochmal rauszoomen für diejenigen, die es sich abbauen wollen. Muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Macht einen ganz guten Eindruck. Und ich würde sagen, wir gucken trotzdem noch mal ganz kurz eben auf Rados 9, auch wenn das ein bisschen komplizierter ist bei Rados 9, weil wirklich die vorgenerierte Base einfach totaler Schrott ist. Aber ich würde sagen, für unsere ganzen Rados 9-Freunde da draußen. Ah ne, Rados 8 gibt's ja auch noch. Rados 8 gibt's ja auch noch. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Bis gleich. So, hier habe ich wirklich lange dran gesessen, um die Base ein bisschen umzuändern. Das ist jetzt eine Rathaus 8 Base und es ist wirklich schwierig, weil du bei Rathaus 8, du hast nicht, es ist dauernd irgendwas, was nicht symmetrisch ist. Du hast nicht immer eine gerade Anzahl an Sachen, die du da machen kannst. Fangen wir da an, zum Beispiel bei den Magiertürmen hast du keine gerade Anzahl, das ist schon mal scheiße. Bei der Luftabwehr, bei den Minenwerfern, das ist immer so ein kleines Problem. Ist halt, wie gesagt, das Problem als Rathaus 8er. Wie willst du es gescheit aufteilen? Wie willst du gescheit deine Lager aufteilen, deine Gebäude aufteilen? Der Bombenturm ist jetzt vielleicht ein bisschen weit außen, kann ich jetzt aber nicht ändern. Du hast ja auch nur einen bei Rados 8, bei Rados 9 hast du auch nur einen. Ich glaube, bei Rados 10 hast du dann zwei und bei Rados 11 hast du auch zwei. Klar, die Clanburg, ja, relativ mittig, würde ich jetzt nicht sagen, es ist okay. Was hier halt der Vorteil ist bei der Base, die ich jetzt hier zusammengeschustert habe, du hast die Lager immer von mindestens einem Magierturm geschützt. Hier kommt sogar noch hinzu, du hast hier sogar noch die Tesla dabei, du hast die Clanburg noch dabei, König vielleicht ein bisschen weit außen. Könnten wir rein theoretisch noch tauschen mit dem, ja, könnten wir noch mit dem Bogenturm tauschen. Könnten wir jetzt hier noch mit dem Bogenturm tauschen und ich lasse es jetzt mal einmal in der Totalen, damit ihr, wer sich das abbauen will, das natürlich mal eben machen kann. Es war schwierig. Es war echt richtig schwierig, das jetzt hier zusammenzubauen. Gerne könnt ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich habe es echt versucht, so gut es geht, es zusammenzubauen, dass auch wirklich alle Aspekte so einer guten, nicht einer mittelmäßigen, keiner schlechten, nein, einer guten Hybrid-Base, wie wir sie ja mittlerweile, Jahr 2016, Ende 2016, in Clash of Clans brauchen, ja, dass das gewährleistet ist. Ich hoffe mal, es gefällt euch und jetzt wollen wir wirklich, ich nehme mir die Zeit noch, wir gucken mal eben noch auf Rathaus 9. Bis gleich. Alter Schwede, ich habe jetzt bestimmt 20 Minuten an dieser Base rumgefuckelt, bis ich sie endlich halbwegs so hatte, wie ich sie mir vorstelle. Wir sehen jetzt hier eine Rathaus 9 Base mit einem einzigen Bombenturm, den ich jetzt allerdings sogar noch nach außen gepackt habe. Bedeutet, ihr könnt den sogar noch austauschen, könnt ihr in die Mitte packen. Ihr seht, in der Mitte ist noch viel Platz. Ich habe fast die ganze Base, die vorgeneriert war, auseinandergenommen, habe sie neu angeordnet, habe die Mauer neu verlegt, bis es halbwegs so passte, wie ich mir das vorstelle, bis die Lager halbwegs verteilt sind. Bis der Rest auch alles verteilt ist. Ich lasse jetzt noch mal einmal in der Totalen, wer es sich abbauen will. Also es ist wirklich schwierig. Die Mauern sind ja gleich geblieben von der Anzahl her. Wir haben jetzt halt den einen Turm mehr. Bei Rathaus 11 ist das Problem, beziehungsweise der Vorteil, da hast du ja wirklich noch 25 Mauerstücke mehr. Die habe ich jetzt hier nicht mehr. Ach, schwierig. Es war wirklich schwierig. Es war wirklich ein Gegurke, bis mal alles so war, wie ich das wollte. Und ja, wenn es euch gefällt, wenn euch denn die Mühen gefallen haben, die ich jetzt hier investiert habe, lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Und dann warten wir alle gespannt aufs Update. Wenn es rauskommt, hier erfahrt ihr es natürlich als erstes. Und würde mich mal interessieren, habt ihr vielleicht schon selber eine Base gebaut, wo der Bombenturm integriert ist oder nicht? Das würde mich wirklich mal interessieren. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.